Jo, moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator. Es ist heute zwar erst Mittwoch, die Woche ist noch nicht so richtig vorbei, aber ich habe ein langes Wochenende, Tag der deutschen Einheit und dann halt dementsprechend frei und deswegen nehme ich heute schon mal auf. Wir wollen heute Maschinenteile von Yuma nach San Rafael fahren. Nur zumindest ein gutes Stück dorthin, weil das war glaube ich auch ein 600-Meilen-Trip und naja, da müssen wir halt eben mal gucken, ob das so passt. Und da bin ich mir halt eben noch nicht so richtig hundertprozentig sicher. Aber wir gucken mal, ich werfe mal gerade einen Blick auf die Uhr. Okay. Dann wollen wir doch einfach mal schauen, wie lang wir heute machen. Ja, Thema der heutigen Folge, da war ich echt am Grübeln, weil da war ich mir selber nicht ganz so sicher. Bei mir herrscht halt eben auch immer noch so ein bisschen, in Anführungsstrichen, Schockstarre nach diesem Wochenende, weil das ist halt eben einfach... Ich meine, meine Güte, man konnte es ja sicherlich auch erwarten, das ist ja nicht wirklich überraschend, was dort passiert ist. Aber, und das muss man halt eben mal so sagen, wenn es dann halt eben doch passiert, dann wird das Ganze auf einmal sehr real. Und für jemanden wie mich, der halt eben seine Sozialisierung in erster Linie in den 90ern erfahren hat, damit den Fall der Mauer, den Fall des Eisernen Vorhangs mitbekommen hat und alles und dadurch, und schon immer eigentlich auch, das muss man auch dazu sagen, in einer sehr bunten Umgebung aufgewachsen ist, weil, ich meine, meine Güte, mein Vater arbeitet bei der Hamburger Hochbahn, das ist ein Unternehmen, das ist groß genug, und, ja, da ist halt eben entsprechend, es bleibt halt eben nicht aus, dass dort halt man dann auch die entsprechenden Berührungspunkte hat. Und das finde ich auch gar nicht halt eben so schlimm, ganz im Gegenteil. Das ist eigentlich schon seit frühester Kindheit immer so gewesen und für mich eigentlich auch was komplett Normales, da jetzt irgendwie zu sagen, ja, mein Güte, mein Kumpel kommt halt nicht aus Deutschland. Ja, und? Ist doch vollkommen egal. Und dann passiert halt eben sowas wie gestern. Und das ist dann halt eben so eine Nummer... Das muss man erstmal schlucken, weil das ist halt eben eine Sache, da frage ich mich halt eben auch so, okay, wie machen wir da jetzt weiter, ne? Ich meine, was mich halt eben wirklich auch ärgert an der Sache, in dem Fall kann man wirklich sagen ärgert, ist, dass wir ja nicht schon mal solche entsprechenden Beispiele gehabt hätten, wie diese Leute operieren. Ich meine, alleine in Hamburg hat man es zweimal versucht und es ist zweimal halt eben auch entsprechend schiefgegangen. Und, ja... Bei der AfD sind wir jetzt halt eben mittlerweile bei einem Punkt angekommen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, die verschwinden natürlich nicht mehr so einfach, wie es eine parteirechtsstaatliche Offensive, für alle, die das nicht wissen, das ist die Schildpartei, oder war die Schildpartei, oder halt eben auch die Stadtpartei, die beide halt eben mit sehr rechtskonservativen Ansichten an den Staat gingen, halt eben gerade diese Innersicherheit-Keule, die ja momentan so super populär ist, halt eben geschwungen haben. Und ja, die haben nun mal genau nichts verändert, weil das ist nämlich genau der Punkt. Diese Leute haben kein Veränderungspotenzial. So, und ich habe heute im Spiegel einen ganz interessanten Artikel darüber gelesen, wie gehen eigentlich andere Länder mit ihren Rechtspopulisten um. So, und da war natürlich dann gleich als erstes natürlich auch die Rede von Skandinavien. Was natürlich halt eben auch immer besonders, ja, für mich seltsam zumutet, weil das für mich mit die weltoffensten Gesellschaften so in Europa überhaupt sind. Und da regieren die halt eben mit oder dulden die Regierungen und all solche Geschichten. Aber es gibt halt eben auch ein klein, aber fein Unterschied. Und das ist halt eben genau der Punkt. Selbst wenn diese Leute halt eben rechte Scharfmacher sind, so sind sie doch in erster Linie auch Antifaschisten, weil sie leugnen den Holocaust nicht und sind dort halt eben entsprechend auch nicht halt in irgendeiner Art und Weise mit Nazi-Vokabular und all so einem Kram unterwegs. Und das ist halt eben der große Unterschied, der hier in Deutschland stattfindet, was ja nicht letzten Endes auch dadurch begründet ist, dass die AfD halt eben mehr oder weniger die NPD und sämtliche andere rechten Splittergruppen komplett assimiliert hat.
Ne? Also das ist genau der Punkt. Man kann mit diesen Leuten einfach halt eben entsprechend nicht in einen vernünftigen Diskurs treten. Das funktioniert ja nicht. Ich meine, jemand, der allen Ernstes behauptet, wir müssen stolz sein auf die Leistungen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, ich sag mal, der hat sie doch nicht mehr alle. Da ist doch wirklich echt schon, also, alles zu spät. Und das ist halt eben genau der Punkt, warum halt eben ich halt einfach so Riesenprobleme damit habe. Wir werden jetzt 4 Jahre lang diese Leute dort sitzen haben und die werden genau nichts leisten. So, im schlimmsten Fall oder im günstigsten vielleicht sogar, werden sie einfach schlicht und ergreifend implodieren. Und das ist halt eben auch einfach einer der Punkte, warum ich sage so, ey, das kann es doch nicht sein. Wann hat jemals, und das ist der Punkt, darauf wollte ich schon immer hinaus, die ganze Zeit, wann hat jemals das Protestwählen solcher Leute dazu geführt, dass das, was den Unmut verursacht, verschwunden ist? Ups, das war, mein Tempomat war nicht drin. Ich kann es euch sagen, ich weiß es aus eigener Erfahrung, nämlich niemals. Das ist genau der Punkt, niemals. Ja, diese Parteien haben nur für eine Sache gesorgt, nämlich, dass der Ton schärfer wurde und rechter. So, und zwar rechter im Sinne von weiterhin zur Wand. In Hamburg war das halt eben so, da hatten auch dort die Populisten keinen braunen Anstrich, sondern sie waren halt wirklich Rechtskonservative von CSU-Format eigentlich im Grunde genommen. Nichtsdestotrotz waren die halt eben da, haben jeweils eine Legislaturperiode mitregiert und haben sich dann schlicht und ergreifend auch zerfleischt, weil alle nochmal an die Töpfe wollten, weil die Umfragen schlechter wurden, weil natürlich die Enttäuschten jetzt wieder enttäuscht waren von den Enttäuschungswählern. Und das führte dann halt eben ganz locker flockig dann halt auch dazu, dass nur Fahrschau und ihr Langweiler, was ist da los? Und dann waren sie halt eben ganz schnell wieder weg, weil diese Leute schaffen es nicht, etwas zu bewegen. Ja, wenn ich den Gauland höre, der sagt, wir holen Deutschland wieder zurück. Ja, von wem denn? Deutschland war nie weg. Jetzt mal ganz im Ernst, ich bin 87%. So. Und ich will nicht, dass du mein Deutschland zurückholst, weil mein Deutschland gehört immer noch mir und den Leuten, die es zu schätzen wissen und eben nicht solchen alten Blockköpfen, wie der einer ist. Das muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Diese Provokation und diese ständige Provokation und diese ständige Lügerei und diese ständige Scharfmacherei finde ich einfach unerträglich. Und das ist einfach eine Nummer, die macht mich rasend. Vor allen Dingen, weil ich dann am Wahlabend sehe ich dann halt eben auch dann, ja, okay, die kriegen jetzt 13%, das ist wirklich richtig hässlich. Und dann kam eigentlich der Knaller in dem Moment, dass der Kollege von der ARD-Wahlredaktion dann halt eben die Interviews rausholte, wo es dann halt eben darum ging, was sind denn die Motivationen, eine AfD zu wählen? Was traut man dieser Partei zu? Und so weiter, meine. Da wurden Leute ins Parlament gewählt, von denen man vornherein sich sicher war, also die Mehrheit sich sicher war, dass die Lösung nicht sein würden. Man hat sie aber trotzdem erstmal da reingewählt und zwar halt eben entsprechend auf eine geradezu rufschädigende Art und Weise. Ja? Und das ist halt eben einfach das, wo ich sagen muss, so Leute, warum denn? Diese Art von Protest zu wählen hat noch nie zu irgendetwas geführt. Man hätte doch irgendwie, was weiß ich, wenn man jetzt sagt, okay, ich will, dass ganz deutlich wird, dass das halt eben entsprechend nichts bringt, dann hätte man die Partei wählen können. Hier in Hamburg hat das zum Beispiel tatsächlich geklappt. Die sind mit 1,8% nach Hause gegangen. Die kriegen schön Wahlkampfkostenrückerstattung. Bravo. Gut investiertes Geld. Besser als das, was die AfD bekommt. Jetzt mal ganz im Ernst. Und wenn man sagt, okay, das ist mir aber zu dumm, ich will eine Partei, die was macht, ja meine Güte, dann wählt doch die ÖDP oder sonst was irgendwie. Es ist ja nicht so, dass es nicht Parteien innerhalb des demokratischen Spektrums geben würde, die dort halt eben anders agieren und halt eben gerade nicht mit irgendwelchen Braunen sich ins Bett legen müssen. Das ist halt eben das Problem. Und ich finde es halt einfach so schlimm. Ich war heute Morgen, war ich mit dem Lütten unterwegs zur Krippe und im Bus höre ich da auf einmal nur zwei Frauen oder was auch immer das waren, einsteigen, ja, die sich dort auf übelste Art und Weise echauffierten und ein Bild von unserem Viertel zeichneten, wo ich ganz ehrlich sagen muss, so, hä, wo wohnen die denn? Ja, also da wurden von Ausländerhorden gesprochen und Drogendealern und sonst was irgendwie. Mir ist noch nie aufgefallen, dass es in unserem Viertel in irgendeiner Art und Weise eine Form von Beschaffungskriminalität gegeben hätte, die mit solchen Sachen ja dann gerne mal einhergehen. Ich sehe nirgendwo in irgendeiner Art und Weise die Überreste von irgendwelchen Drogenkonsum rumfliegen, die in so einem Fall ja genauso auch entsprechend passieren. Aber
man war sich dort absolut sicher, dass dort halt eben entsprechend Ausländer mit Drogen dealen würden und all solche Geschichten. Also das war unglaublich. Und in einem Ton, ja, der so menschenverachtend gewesen ist und alles, dass ich mir ganz ehrlich sage, so, oh mein Gott, ich sag mal, wo kommen wir da eigentlich hin? Das ist nicht meine Kinderstube, so bin ich nicht erzogen worden, ganz im Gegenteil. Und halt eben auch, so bin ich nicht sozialisiert worden, ebenfalls ganz genau im Gegenteil. Wenn ich sowas höre, das ist erschreckend, da kocht mir die Galle hoch. Und das regt mich auf, das ärgert mich einfach, ungeheuerlich. Und das Schlimme ist, ich meine Güte, es wurde ja in Stücken dann auch entsprechend herbeigeredet. Ich meine, es ging ja nun gar nicht mehr ohne die AfD in irgendwelchen Talkshows oder sonst was irgendwo sitzen zu haben. Und es gab heute auch einen Artikel im Spiegel über eine Stadt in der Nähe von Dresden, wo die AfD mit 36% stärkste Kraft geworden ist. In diesem ganzen Ort gibt es nur 10 Ausländer, 10 Asylsuchende. Mehr ist da nicht. So, und diese Leute beschwören den Untergang des Abendlandes darauf, beziehungsweise sagen halt eben, sie wollen der Merkel einen Denkzettel verpassen. Ja, meine Güte, dann wählt sie doch nicht, aber wählt was Vernünftiges. Das ist echt unglaublich. Also ich sag's mal so, wenn man jetzt mal einer neuen Partei die Chance gegeben hätte, wirklich etwas zu tun, und zwar einer demokratischen Partei und nicht diesen Scharfmachern, wäre das Geld, was diese Leute jetzt bekommen würden, 20 Mal besser angelegt als das Geld, das die AfD jetzt kriegt in den nächsten Jahren. Das muss man sich immer vor Auge führen. Diese Leute bekommen jetzt Geld dafür, dass sie gelogen haben, dass sie das Klima in Deutschland vergiften, dass sie hetzen, teilweise auch über die Grenzen des guten Geschmacks heraus, und dort halt eben dann Leute, die teilweise der Volksverhetzung schon für schuldig befunden wurden, immer noch mit drinne sitzen. Und also ein Schmodder. Und den Leuten gebt ihr Geld, nur weil ihr auf Merkel sauer seid. Wie dämlich müsst ihr eigentlich sein? Das tut mir leid. Das ist selten dämlich. Sowas von bescheuert. Anders ist das nicht zu erklären. So, und vor allen Dingen, wenn ich das dann halt eben entsprechend sehe, heute Morgen, ich hatte die im Rücken stehen, konnte sie deswegen nicht sehen. Erst als wir dann aus dem Bus raus sind, und da muss ich ganz ehrlich sagen, jo, wenn es dort irgendwo ein Vorurteil gibt, das auf AfD-Wähler zutreffen sollte, dann lief es vor mir. Das war wirklich so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte eigentlich auf solche Leute zugehen. Ich möchte mit ihnen reden, ich möchte eigentlich ihre Motivation erfahren, von ihnen hören, was ist da eigentlich los. Ich will das mit ihnen diskutieren. Das Problem ist, wenn ich sowas höre, glaube ich nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise etwas bringt. Es treibt mich auf die Weißglut, weil diese Art und Weise zu argumentieren, wie es ja ein Trump halt eben auch entsprechend, oder argumentieren, das ist ja keine Argumentation, das ist ja reine Provokation die ganze Zeit, wie es ein Trump halt eben wirklich dann halt auch auf die Spitze getrieben hat. Ja, ich meine, das, was er da ja derzeitig mit der NFL an der Hacken hat, das ist ja unglaublich. Kriege ich einen zu viel. Da kriege ich einen zu viel. Ich kann das einfach nicht gutheißen, ich kann das nicht hören. Und ich möchte sowas in irgendeiner Art und Weise auch nicht befördern. Es wird darüber gemeckert, es würden halt eben auch entsprechend so viele Ausländer herkommen und uns die Jobs wegnehmen. Es gibt jedes Ausbildungsjahr immer noch locker über 100.000 freie Ausbildungsstellen, die nicht besetzt werden können, weil die Azubis entsprechend nicht vorhanden sind, den Qualifikationen entsprechen oder sonst was. Gleichzeitig gibt es über 3 Millionen, nein, nicht über 3 Millionen, ich glaube knapp unter 3 Millionen oder irgendwie sowas war das jetzt neulich. Ich habe die aktuelle Zahl nicht im Kopf, aber um die 3 Millionen, sagen wir es mal so, das trifft es, gibt es um die 3 Millionen Arbeitslose. Gleichzeitig gibt es aber auch noch locker mehrere hunderttausend offene Stellen. So. Und es liegt jetzt nicht daran, weil man diese Leute nicht für diese Stellen qualifizieren wollen würde, sondern weil diese Leute einfach schlicht und ergreifend für diese Stellen zu dämlich sind. So, und das ist halt eben entsprechend, ja, was soll ich dazu sagen? Das, man kann natürlich nicht erwarten, dass jeder Mensch da halt eben, Akademikerniveau erreicht. Meine Güte, habe ich selber nicht geschafft. Ist halt eben so. Ne? Aber, und das ist halt eben einfach schlicht und ergreifend der Punkt, ich bin mir dessen bewusst und werde deswegen halt auch sicherlich nicht irgendwann halt eben entsprechend Akademikergehälter einfahren. Für Leute, die halt eben nun mal leider, so ist es nun mal, eine entsprechende leichte Tätigkeit nur ausführen können, die müssen auch nicht damit rechnen, 5.000 Euro im Monat zu bekommen. Das ist halt eben einfach nun mal so. So, aber man muss halt eben einfach dafür sorgen, dass diese Leute vernünftig in Lohn und Brot stehen und sie im Zweifelsfall halt eben entsprechend auch zu ihrem Glück zwingen, bin ich schon mal der Meinung. Das dann halt eben auch entsprechend zu tun, wenn sie es können. So. Ich kann ja natürlich verstehen, dass man nicht zur Arbeit gehen möchte, wenn man halt eben entsprechend fürs Zuhause rumsitzen quasi fast genau dasselbe bekommt. So, aber dann hat man meiner Meinung nach auch sein Recht zu meckern dann in dem Moment tatsächlich auch verwirkt.
Weil das, ich weiß nicht, also mir rasen so viele Gedanken durch den Kopf. Ich bin wirklich auf 180 und ärgere mich total darüber. Wir haben jetzt seit Montag in der Firma haben wir da bei uns am Tisch, das sind drei Leute, haben wir da halt eben entsprechend die ganze Zeit diskutiert und immer wieder hin und her und sonst was irgendwie. Das ist einfach nur schwierig. Das ist wirklich einfach nur schwierig, weil einerseits sage ich mir, nein, wir müssen das hinkriegen, dass wir so viele wie möglich halt eben entsprechend mitnehmen. Aber wenn ich halt eben wirklich echt sehe, wie hier mit einer Leichtfertigkeit und einer Sorglosigkeit, gleichzeitig einer totalen Unkenntnis der Situation, sowas dann veranstaltet wird. Tut mir leid, da hört bei mir dann halt eben auch entsprechend wirklich jegliches Verständnis auf. Nicht zuletzt halt eben, wenn dieser Ton, der jetzt halt eben nur bisher bei entsprechend eingefleischten Anhängern ja durchaus dann zu hören war, jetzt auf einmal zum normalen guten Ton in Deutschland gehört. Also ich möchte nicht, und das sage ich ganz ehrlich, dass dieses Land einen massiven Rechtsruck macht, nur um dort halt eben zu versuchen, diese Position halt eben wieder zurückzuerobern. Diese Positionen müssen marginalisiert werden. Und da muss dann halt eben auch so eine Kasperpartei wie die CSU dann vielleicht mal mit dann dementsprechend mitziehen. Und nicht halt eben immer mit ihren komischen Sonderstaat hier und sonst was halt eben irgendwie rumwerken. Ich sehe das schon kommen. Ich bin absolute Überzeugung, dass Jamaika klappen kann, wenn die CSU nicht dabei wäre. Oder halt eben entsprechend sich massiv verjüngen würde, um dort halt eben entsprechend auch eine andere Denkweise Einzug halten zu lassen. Dann kann das funktionieren. Aber so mit einer Seehofer geführten CSU mit den dazugehörigen entsprechenden Positionen, ja, das kann nichts werden. Das kann und wird nichts werden. Und das ist halt eben der Punkt, wo ich dann so sage, so, ach, ich kriege so einen Hass. Das ist wirklich echt der absolute Hammer. Und vor allem das Schlimme ist ja auch, da wurde jetzt im Grunde genommen genau dasselbe durchexerziert, wie es halt eben in England war, als der Brexit gewählt wurde, oder halt eben in anderen Ländern und sonst was irgendwie. Es wurde nichts erreicht. Absolut gar nichts. So, und das ist doch halt eben der Punkt. Warum mache ich es denn hier schon mal noch wieder? Es hat sich doch in anderen Ländern gezeigt. Deutsche Populisten sind kein Stück besser als britische. Und das ist dann halt eben so der Punkt, wo ich dann halt eben auch wirklich echt ein zu viel bekomme. Da kann ich einfach nicht mehr mit. Und ja, wie gesagt, also es ist so ein bisschen so Schockstarre, ne? Es schwankt irgendwo zwischen, ja, okay, wir kriegen das schon hin und wir müssen da halt eben dann jetzt entsprechend halt eben für kämpfen, bis hin zu, ey Leute, verreckt doch. Nur das Problem, das ich dann dort halt eben auch habe, dann wieder, ist eigentlich, dass ich mich nicht in diese Wir-gegen-die-Mentalität begeben möchte. Weil genau das ist die Art und Weise, der sich die AfD bedient. Und ich finde es keinesfalls richtig, das auf genau dieselbe Art und Weise dann halt eben im Umkehrschluss auch wieder durchzuziehen. Aber ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, wo kann man denn da halt eben noch wirklich den Hebel ansetzen? Ja? Also das ist ja mal genau der Grund. Ich möchte doch mal gerne sehen, wie der Standard-AfD-Wähler reagieren würde, wenn heute in Deutschland ein Bürgerkrieg ausbräche. Einfach nur mal so nachdenken. Das ist nicht unmöglich. Wir hatten schon mal Bürgerkrieg in Deutschland. So ist es nicht. Ja? Und das mehr als einmal. So, wir leben hier auf einer Insel der Glückseligen. Ich kann das nur immer wieder betonen. Aber was wäre in dem Fall? Und diese Leute fliehen jetzt. Oder sagen wir es mal wirklich so, dass halt eben entsprechend die AfD an die Macht kommt und tatsächlich halt eben Homosexualität unter Strafe stellt und verteufelt und hast du nicht gesehen und sonst was irgendwie. Und dann muss man halt eben entsprechend dann als AfD-Anhänger auch mal fliehen. Ich bin ja sowieso mal gespannt, wie sie sich eigentlich mit der Weidel da noch auseinandersetzen. Ne? Die fischt ja auch am anderen Ufer. So, soll sie ja gerne machen. Aber was macht sie bei dieser Partei? Ich verstehe das nicht. Ja? Das geht gegen eins der absoluten Grundprinzipien ihres Lebenshorizonts. Und jetzt müssten diese Leute aus Deutschland fliehen und stehen auf einmal vor der französischen Grenze und werden rausgeschmissen? Was würden sie dann sagen? Was würde euch dann einfallen? Denkt mal nur genau eine Sekunde nach. Versucht mal ein bisschen Empathie zu zeigen, lieber AfD-Wähler.
versucht mal ein bisschen Empathie zu zeigen und dort halt eben entsprechend euch in einen Flüchtling hineinzuversetzen. Und auch für einen Wirtschaftsflüchtling, der nichts zu fressen hat, in seiner Lehmhütte rumsitzt, ja, und da halt eben entsprechend nicht vor und nicht zurückkommt, weil schon seit Ewigkeiten in seiner Region kein Regen mehr gefallen ist. Das will ich einmal hören. Guckt mir dabei in die Augen und sagt, ihr würdet da sitzen bleiben und zugrunde gehen. Das will ich sehen. Und dann könnt ihr gerne dahin gehen. Und dann könnt ihr es ja mal erleben. Ganz im Ernst. So, aber das ist halt eben wirklich momentan der Zwiespalt, der mir wirklich auch echt rumort, weil ich halt eben einerseits sage, so, es kann doch nicht wahr sein. Das muss doch irgendwie halt eben möglich sein, diese Leute wieder einzufangen und halt eben entsprechend auf den, ich nenne es jetzt mal wieder, rechten Pfad zurückzuführen. Wobei in dem Fall der rechte Pfad sicherlich nicht der richtige ist. Aber dann halt eben entsprechend einfach dafür zu sorgen, dass das weltoffene, freundliche Klima, das wir hier in Deutschland haben, einfach weiter Bestand haben kann. Und ja, einfach auch für das steht, was es halt eben schon immer steht. Dann für ein Nachkriegsdeutschland, in dem halt Menschen wirklich tatsächlich vor dem Grundgesetz Garantien gefunden haben, die dort halt eben die Möglichkeit gehabt hätten, auch wirklich ohne Angst vor Verfolgung und alles dann dementsprechend zu leben. Ja? Je nachdem, wie das jetzt weitergeht, wird das vielleicht irgendwann nicht mehr der Fall sein. Ich meine, irgendwann, also das ist einfach eine Nummer, ne? Man darf das nicht vergessen. Nanu. So, man darf das nicht vergessen. Es ist ja nicht so, dass das alles so ultimativ neu wäre. Die tragen jetzt vielleicht keine braunen Hemden und da steht kein Typ irgendwie mit einer komischen Bartfrisur vorne dran. Ja. Aber sie bedient sich dieses Vokabulars, sie bedient sich dieses Gedankengutes und das kann es doch nun wirklich nicht sein. Wieso? Wieso lässt man ihnen das durchgehen? Und wieso gibt es so viele, die da halt eben einfach hinwollen? Das kann doch die Wahrheit nicht sein. Ist man immer noch wirklich so beschränkt? Ich fürchte ja. Und wie kriegen wir das in irgendeiner Art und Weise wieder geregelt? Weil das kann es ja auch nicht sein. So, weil eigentlich möchte ich mir mein Land zurückholen. Dieses Land, das mit dem Fall der Mauer, dem entsprechenden Fall des Eisernen Vorhangs, sowie halt eben der Integration in Europa, eigentlich eine Entwicklung genommen hat, um die uns die Mehrheit der Welt tatsächlich beneidet. Und das ist halt eben einfach entsprechend der Punkt. Das kann die Wahrheit doch eigentlich nicht sein. Ich brauche mal einen Schluck. Ah, lecker. Ja, aber das ist halt eben so eine Sache, ich weiß nicht, ich ärgere mich maßlos darüber. Und ich möchte eigentlich was tun, ich möchte eigentlich was ändern. Das Problem ist, im nächsten Moment sage ich mir, boah, du willst dir eigentlich gar nicht die Mühe machen, weil du weißt, es ist von vornherein sowieso vergebens bei den meisten. Und andererseits sagst du dir halt eben auch genauso, ich möchte aber eigentlich auch nicht die Spaltung der Gesellschaft, die diese Leute halt eben inszenieren, weiter vorantreiben, weil nichts anderes ist das. Aber es fällt schwer. Es fällt wirklich ungeheuer schwer, dort halt eben dann nicht zu sagen, wir gegen die. So. Mir fehlt da halt eben momentan jegliche Idee in irgendeiner Art und Weise, wie man dort halt eben ja, vorankommen könnte und vorankommen muss man, weil es kann nie sein, dass da jetzt halt eben entsprechend Leute für einen Dienst am Volk bezahlt werden, dem Volk aber keinen Dienst tun. Weil jetzt seien wir mal ganz ehrlich, was wird denn passieren? Das werde ich euch gerne erklären, weil in Hamburg haben wir das schon gesehen und ich möchte mal behaupten, das ist in anderen Landtagen heutzutage auch nicht anders. Diese Leute werden sich in erster Linie erstmal die Taschen voll machen. So, wenn, dann werden sie höchstens nur mal versuchen, irgendwie die Arbeit zu blockieren und werden dort dann halt eben einfach nur als Störer auch tatsächlich auffallen. Es wird keine konstruktive Arbeit eben vorangebracht werden. Und das ist halt eben auch dann genau der Punkt.
So, und das will man jetzt 4 Jahre lang ertragen. Und die ersten Auflösungserscheinungen hat man ja auch schon. Und das hat mit dem Austritt von Petri und Pretzel, die ja jetzt auch anscheinend entsprechend eine neue Partei gründen wollen, nach FPÖ-Muster. Immerhin haben sie ja schon die Blauen als Domain gesichert. Die gehört Frauke Petri und das hat sie schon vor geraumer Zeit. Also mit anderen Worten war ihr ja wohl schon klar, dass ihr Ticker bei der AfD so langsam aber sicher sich dem Ende zuneigt. So, und damit hat sie da jetzt wohl dann halt dementsprechend auch die Reißleine gezogen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Das untermauert einfach nur das Bild, das ich von den Leuten in dieser Partei habe. Das sind nicht im Mindesten in irgendeiner Art und Weise Demokraten. So viel ist, glaube ich, schon mal sicher. Überzeugt von dem... Was? Oh, meine Güte, erschreck mich doch nicht so. Halt eben entsprechende... Überzeugung für das, was sie tun, haben sie genauso wenig. So, die instrumentalisieren das halt eben entsprechend nur und benutzen es halt eben, um in bester Bauernfängermentalität da einfach nur ihre Machtbasis auszubauen. Ja, nach Feierabend gehen die auch Döner essen. So, und da sage ich halt eben auch entsprechend, Entschuldigung, aber höchstens in den Wienerwald. Mehr nicht. Ja. Also ich finde das einfach nur ganz schlimm und furchtbar. Die wollten einfach nur an die Töpfe der Macht. Da ging es nicht darum, in irgendeiner Art und Weise hier jetzt irgendwo nachhaltig Deutschland zu verändern und nach vorne zu bringen. Nein, es ging um genau eine Sache. Wir wollen das Geld. Wir wollen ausgesorgt haben und wir wollen da bezahlt werden. Und ich wette mit euch, es wird über kurz oder lang hier einfach auch noch dazu kommen, dass die über solche Sachen sich zerstreiten. Und zwar ganz massiv. Die werden sich gegenseitig zerfleischen. Wie gesagt, der Anfang ist gemacht. Und da wird es dann jetzt halt eben entsprechend weitergehen. Und das hat alles nichts mit Presse und sonst was irgendwie zu tun und hast du nicht gesehen. Dieser grausame Opferkomplex. Wirklich dieses ständige, immer sind die anderen schuld. Ja? Ich kann es nicht mehr hören. Es geht mir auf die Eier. Und zwar richtig grausam. Nein, die anderen sind nicht schuld. Ihr seid einfach nur scheiße. Das ist halt eben wirklich einfach mal so das, was man wirklich ganz ehrlich sagen muss. Die sind einfach nur scheiße. So, menschlich, charakterlich, einfach nur komplett daneben. So, und das ist halt eben der Punkt, wo ich wirklich einen zu viel bekomme. Diese dauernde Opfermentalität, die in einigen Landesteilen einfach wirklich großartig verbreitet ist, ja, aber gleichzeitig keine in irgendeiner Art und Weise, ja, Arsch in der Hose zu haben, aufzustehen und dann halt eben entsprechend etwas dafür zu tun, dass es besser wird. Und nein, damit meine ich halt eben gerade nicht die AfD. So, weil wenn sich halt eben Leute darüber beschweren, dass sie Hartz IV bekommen und sonst was irgendwie, ist die höchste Dummheit, die man machen kann, die AfD zu wählen. Weil ratet mal, was ihr da machen dürft, für die nämlich unentgeltlich arbeiten im Staatsdienst. Wie Vergnügen. Ja, also das ist halt eben so wirklich so der Punkt, wo ich dann halt eben so sag, so, es... Also... Eigentlich müssten sie geschlagen werden, bis sie lachen. Und dann, weil sie lachen. Weil das ist doch eigentlich, das kann doch eigentlich die Wahrheit nicht sein. Wenn ich dann teilweise sehe, aber auch, wie dann zum Beispiel im Let's Play Forum da mittlerweile Seiten gefüllt werden, und zwar mit Mammutbeiträgen, Walls of Text, bis zum geht nicht mehr. Und das ist ja halt eben das, wo ich mir dann so halt eben so denke, ja meine Güte, sicherlich nicht hundertprozentig repräsentativ für den Bundesdurchschnitt, aber da kommt halt eben so auch alles mögliche kreuz und quer zusammen. Und wenn du dann halt eben siehst, wie verhärtet die Fronten da sind, es ist ja auch überhaupt kein Interesse, mal miteinander zu reden. Es hat sich alles zu einem Wir gegen die entwickelt und das kann nicht sein. So werden wir scheitern. Und zwar alle gemeinsam scheitern. Und das ist eigentlich das, was mich so ungeheuer traurig stimmt, dass ich mir sage, es kann doch nicht die Wahrheit gewesen sein, dass von der Aufbruchstimmung, dem Optimismus und allem, so schlecht es auch gelaufen sein mag teilweise, darüber will ich ja auch gar nicht in irgendeiner Art und Weise streiten. Ich sage nur Treuhand und sonst was und hast nicht gesehen. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Ja? Und ich will auch nicht sagen, dass hier wirklich alles Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbows ist. Das ist genauso Quatsch. Aber, und das ist halt eben wirklich einfach schlicht und ergreifend der Punkt, wenn man etwas ändern will, muss man etwas tun und man muss konstruktiv etwas zusammentun. Diese Leute sind aber nicht konstruktiv und schon gar nicht für das zusammen. Das ist eine destruktive Bande, die auf ihr eigenes Wohl aus ist. Nicht mehr und nicht weniger. So, und das muss man mir erstmal beweisen, dass sie es doch in irgendeiner Art und Weise besser machen wollen. Das glaube ich nämlich den Lebtag nicht. Wie gesagt,
Ich bin Hamburger. Ziemlich lange schon. Und ich habe Erfahrung mit sowas. Und das ist halt eben einfach schlicht und ergreifend der Punkt, wo ich einen zu viel kriege. Und deswegen, bin ich da absolut der Meinung, dass ich da eine ganze Menge Leute einfach knietief ins Klo gesetzt haben und nochmal richtig schön reingelangt haben. Das kann es nicht anders sein. Es macht mich einfach rasend wütend. Das kostet auch. Das Schlimme ist, es kostet mich auch viel Energie einfach dann halt eben, ne? Da einen sich aufzuregen oder dann halt eben im Umkehrschluss ruhig zu bleiben. Also das ist einfach nur. Das ist einfach nur grausam. Das ist einfach nur grausam. Es ist ja nicht so, dass ich nicht gewisse Ängste dieser Leute teilen würde. Aber bei mir bricht sich das andere Bahn. Bei mir kanalisiert sich das vernünftig. Ja. Es wäre niemandem verboten gewesen, der mit seiner Situation unzufrieden ist, halt eben, sich dann doch vielleicht auch mal hinzusetzen und zu sagen, okay, was bieten dann die anderen Parteien an, und hätte eine andere Partei gewählt. Weil gerade diese Leute, die Statusverlustängste haben, so, und ich habe ja zum Glück keine Verlustangst, auch wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob sich mein Status halten wird. Dauerhaft. Ja? Also, es ist ja eigentlich nur noch eine Sache sicher, nämlich Veränderung. So, aber, und das ist halt eben entsprechend der Punkt, ich würde trotz alledem niemals auf die Idee kommen, so eine Nazi-Truppe wählen. Das kann doch nicht sein. Eher schieße ich mir eine Kugel in den Kopf. Aber, naja. Ich habe da, wie gesagt, einfach ein Riesenproblem mit dieser Situation, so wie sie jetzt ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass die CDU, FDP und Grüne so viel Hirn walten lassen, dass dort eine Koalition möglich wäre. Ich bin mir halt eben überhaupt nicht sicher, wie das mit der CSU ist. Gerade wenn du halt eben den angeschossenen Seehofer hast, der jetzt gerade von allen Ecken Cartoon kriegt und dort halt eben im Grunde genommen momentan den Stoiberweg geht. Ich weiß es nicht. Ich bin mir da überhaupt nicht sicher, wie die Nummer weitergeht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, eins steht fest, besser, und zwar im Sinne von wirklich besser, wird es nicht werden. Es wird anders werden. Und das ist das, wovor ich die eigentliche Angst habe, dass jetzt Dinge passieren werden aufgrund der Tatsache, dass die da drinnen sitzen, die Spannung, die man auch ganz klipp und klar benennen muss, ganz ehrlich. Das hat Gesine Schwan schon getan. Dafür, das war eine SPD-Politikerin. Da braucht man nicht mal irgendwie in irgendeiner Art und Weise dann halt eben entsprechend groß so einen Quatsch machen. Aber auch schon Gesine Schwan hat halt eben vor entsprechenden Spannungen gewarnt. Ja, und dann kommt halt eben so ein Typ wie Sarrazin um die Ecke, der im Grunde genommen auch diesem ganzen Blödsinn irgendwie eine pseudowissenschaftliche Blabla-Erklärung entgegengesetzt hat. Ja. Das ist halt eben entsprechend der Punkt. Deutschland wird kalt. Deutschland bewegt sich in eine Richtung der Kälte. Und das ist eine Nummer, die finde ich grausam. Die finde ich wirklich grausam. Und ich überlege, wenn ich hier halt eben mich mit diesem Thema beschäftige, was wäre meine Alternative? Wohin gehen? In der Schweiz gibt es genauso viele Populisten, ebenso sieht es in Österreich aus. Da, auch da ist das Ganze halt eben überhaupt nicht frei von sowas. Muss ich wirklich irgendwie so Sachen wie Kanada, Australien oder Neuseeland in Anbetracht ziehen? Ich meine, USA fällt ja aus. Ich werde mich ja sicherlich nicht hier verabschieden, um dann beim orangenen Affen zu landen. Das tut ja nun gar nicht Not. Also von daher, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da halt eben auch ein Stück weit frustriert, und zwar ganz schön. Und die Frage ist ja, was wolltet ihr erreichen? Habt ihr das jetzt erreicht? Also, als Wähler. Ja, es gibt keine große Koalition mehr, aber jetzt mal ganz im Ernst. Seitdem gibt es einen Mindestlohn, seitdem gibt es
Die Ehe für alle, ja, ich weiß, auf sowas steht ihr nicht. Ich finde sowas aber prinzipiell erstmal richtig. Und deutliche halt eben auch in Zuwächse in sozialen Leistungen. Also es ist ja nicht so, dass da viel gekürzt worden wäre oder sonst was irgendwie. Ja, zugegeben, es ist ein Stück weit beliebig geworden. Das will ich ja auch gar nicht sagen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, war es im Großen und Ganzen schlecht. Ihr glaubt ja nicht, dass wenn jetzt hier halt eben entsprechend auf einmal eine Mehrheit, und das darf man ja halt eben auch nicht vergessen, wir sprechen hier immerhin von 43% des Gesamtparlaments und halt eben entsprechend auch von einer 4-1 Überlegenheit in Köpfen, was die potenzielle Regierungskonstellation angeht. Also sprich, auf 4 konservativ-liberale Köpfe kommt ein Grüner. Ihr glaubt ja wohl nicht, dass sich das zu einer sozialeren Politik hinwandeln wird. Das ist ja wohl kaum zu erwarten. Und, mal gucken. Okay, San Rafael ist schon ausgeschildert. Wir fahren mal geradeaus weiter. So, und das ist, glaube ich, halt eben auch entsprechend wieder mal so eine der Fehlkonzeptionen, die so mancher da halt eben hat. Und das finde ich einfach echt gruselig. Wie kann man wirklich echt sowas nur machen? Freiwillig. Das ist doch einfach... Nee, also... Ich weiß es nicht. Ich tue mich damit ungeheuer schwer, da noch in irgendeiner Art und Weise was zu sagen, ohne dabei wirklich in Hasstiraden auszubrechen. Und ich glaube, ich lasse es auch. Also dieses Thema, ich könnte stundenlang darüber im Kreis mich drehen und reden, argumentieren, machen, tun. Es wird ja zu nichts führen. Ich möchte gerne etwas ändern. Ich würde gerne in irgendeiner Art und Weise sagen, setzen wir uns zusammen, reden wir miteinander, es wird ja nur nichts führen, weil aus deren Sicht bin ich der Feind. So, dabei sind wir alle im selben Boot und könnten halt eben auch alle mit vernünftiger Zusammenarbeit, wenn denn auch wirklich alle Seiten dafür offen wären. Und an mir soll das in dem Moment ehrlich gesagt auch nicht scheitern. Ja? Wenn alle Seiten dafür offen wären, dort entsprechend etwas zu tun, dann könnte man dort auch etwas erreichen. Das wird aber nicht passieren. Und das ist halt eben entsprechend das, was mich ja dann in dem Moment auch so wütend macht. Weil ich bin ein lösungsorientierter Mensch. Ich kann mich mit Situationen, die ich als nicht richtig empfinde, einfach nicht abfinden. Ich muss in irgendeiner Art und Weise etwas dafür tun, damit hier nachhaltig, und das ist wichtig, nachhaltig sich etwas ändert, und zwar zum Vorteil hin. So, aber ich sehe hier momentan nicht die geringste Möglichkeit, weil... Oh, schön. Ups. Sehe ich hier nicht die geringste Möglichkeit, schlicht und ergreifend, weil sich dort ein Teil der Leute halt eben auch komplett verweigert. So, und das finde ich, das macht mich rasend und ich habe einfach ein Riesenproblem damit. So, nun ist aber wirklich echt mal genug, weil ich weiß ganz genau, dann schmeiße ich mich im Bett wieder hin und her und penne die halbe Nacht nicht, weil ich in irgendeiner Art und Weise mich immer noch damit beschäftige und das möchte ich eigentlich auch nicht. Und das ist dann halt eben so dann auch der Punkt, wo ich dann halt eben auch einen Schlussstrich ziehen muss und sagen muss, okay, bis hierhin nicht weiter, mehr kann und darf es dann am Ende des Tages halt eben auch entsprechend nicht sein. Gut, ich gucke eben gerade, irgendwas stimmt hier vorne und hinten nicht. Irgendwie zeigt mir meine LP-Uhr was komplett anderes an als meine Rechneruhr. Aha. Sehr, sehr seltsam. Hat mein Dötter damit rumgespielt? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Ja, wir sind jetzt hier in der San Francisco Bay, wie ich das so sehe. Da sind die Tollbooths. Da fahren wir jetzt mal durch. Und dann sind wir auch schon bald in San Rafael. Das ist nicht mehr weit. Wir werden das heute also auch als ein Videorun hier fertigstellen. Ist ja auch ganz schön. Dann müssen wir mal gucken, ob wir noch die Zeit haben, halt eben dort entsprechend was zu kaufen oder nicht. Aber das sehen wir gleich. Ich denke mal, das mache ich in erster Linie davon abhängig. Einerseits, wann kommen wir an? Wir haben noch 19 Meilen, wir sind also gleich da. Beziehungsweise, dass wir halt eben dann ein neues Frachtgut aufsammeln. Und dann müssen wir halt eben natürlich auch nochmal gucken, wie es ist mit...
ja, dem geplanten Einkauf. Weil wenn ich jetzt mal gucke, wir sind jetzt bei 204.000. Wir haben keine Schulden mehr, das darf man auch nicht vergessen, das ist super. Und ja, dann würde ich doch glatt mal sagen, da können wir doch dann beikommen und nochmal ein bisschen was kaufen gehen. Jetzt kommt ja sowieso nochmal ein bisschen was dazu. Wir haben jetzt schon 204.000. Da müssen ja dann durchaus noch erfolgreiche Frachten mit dabei gewesen sein. Super. So, ja, man kann schon in einer Folge, kann man gut die 600 Meilen fahren. Man muss halt eben wirklich gut ausgebaute Straßen und so weiter haben, beziehungsweise halt eben durchgängig halt eben die Geschwindigkeit halten können. Dann geht das schon, wenn man viel halt eben Stadtgebiet dabei hat, wenn man dann zum Beispiel durch ganz Los Angeles durch muss oder irgendwie sowas. Dann ist es natürlich ein bisschen problematischer. Oh, was soll man machen? Boah, ich habe Bauchschmerzen, ey. Oh, sowas ärgert mich. Naja, egal. So, suchen wir mal unseren Abladepunkt. Das muss hier da vorne gleich sein. Ups, Entschuldigung. Ja, warte. Oh ja, gut. So. Okay. Schön. So, suchen wir uns mal einen neuen Auftrag. Wir sind jetzt bei 241. Wir können also mindestens einen LKW uns kaufen, das ist super. So, wie sieht's aus? San Rafael, was haben wir denn da? San Rafael nach Phoenix. Schön. So, dann wollen wir doch mal die neue Fracht holen und dann können wir tatsächlich noch mal kurz... Wie lange ist denn die neue Fracht? 36, aha. Naja, okay, nee, bei 36 Meilen werde ich auf jeden Fall noch... werde ich auf jeden Fall noch mal das dann verschieben. Na, vollkommen. Wenn wir uns beeilen, dann passt das schon. Ich verspreche das jetzt schon mehrere Folgen lang. Boah. So, wir sind ein bisschen zu schnell für Kalifornien. Meine Hoffnung ist, dass wir halt eben diese 36 Meilen dann einfach noch schneller weggefressen bekommen. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das ein Polizeiwagen war. Außerdem kommt da vorne ja sicherlich auch noch... Ah ne, wir fahren komplett dran vorbei. Die Maut ist nur in eine andere Richtung.
Hafengebiet hier oder so, ne? Cool. In der Ecke ist er, glaube ich. So, Frachtmarkt. Oh, oh, oh. Entschuldigung. Ach du Sterne, das ist so überbreite. So, bremsen wir mal. Und jetzt gucken wir doch mal kurz, wie sieht es denn im Firmenmanager aus? Lass mal sehen, Garagenmanager, Tucson. Da können noch zwei LKWs rein, hey, das ist doch super. Dann fahren wir doch mal zum LKW-Händler. ...112.000. Das ist doch super. Der geht... Wir machen genau das nochmal. Wir haben... Wie viel Guthaben ist? 128.000. Jawoll! Ab nach Tucson! So, dann brauchen wir den Fahrermanager. Wir brauchen zwei neue Fahrer. Was haben wir denn? Ja, guck mal, wir haben Tucson direkt. Was haben wir denn da? Valentino. Patricia, komm her. Oder Patricia. So, und ja, Valentino oder Martin? Ist eigentlich relativ egal. Gut, haben noch 13.000 Tacken, das reicht erstmal dicke und wir haben halt eben entsprechend jetzt 8 LKWs. Langsam kommt die Show so richtig ins Rollen. In diesem Sinne. Möchte ich mich bei euch verabschieden. Es ist, ärgert mich so ein bisschen, dass ich halt eben mehr so eine Raging-Folge draus gemacht habe. Ist aber leider so. Und ja, in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Bis dann. Ciao.